So Freunde, wir kommen heute wieder zu einer neuen Mystery Box hier auf diesem Kanal und zwar hier zu diesem guten Paket hier. Na, ganz kurz einmal hier die Größe gezeigt. Das packen wir aus. Ist ein 40 Euro Shisha Überraschungspaket. Auch nicht von eBay oder so, sondern von einem ganz normalen Shisha Shop halt eben. Die sowas anbieten, also habe ich auch schon häufiger gesehen gehabt. Deswegen denke ich mal nicht, dass die einen jetzt irgendwie abziehen und man dann am Ende weniger als den Wert bekommt. Also ich glaube, das sollte in dem Fall schon funktioniert haben. Weil das wäre schon sonst sehr wild, würde ich mal behaupten. Ansonsten, bis jetzt muss ich sagen, hatte ich halt wirklich immer Glück gehabt bei den Videos. Also es kamen zwei schon online. Kommt drauf an, welche Reihenfolge ich hochlade. Aber zwei, denke ich mal, sind schon online. Und ja, bei beiden Malen Glück gehabt. In der ersten Box zum Beispiel hatte ich einfach in einer 200 Euro Apple Box ein iPhone 12. Ich glaube, ich muss nicht mehr dazu sagen. Ich weiß, für die Leute, die jetzt wahrscheinlich hier neu sind, es kommt ultra unglaubwürdig rüber. Ich weiß, ja, aber was soll ich machen? Also ich hatte das Glück und das Geld wird natürlich wieder weiter investiert, reinvestiert in neue Mystery Boxen und ja, deswegen habe ich mir gedacht, wäre das vielleicht aber mal gut, was zu kaufen, wo man auch sicher davon ausgehen kann, dass man irgendwas fürs Geld bekommt. Ich muss sagen, Shisha rauche ich jetzt gerade im Moment nicht mehr, also ist irgendwie bei mir immer so phasenweise, irgendwie mal über ein paar Monate wieder ja, dann wieder nein. Ja, deswegen, also ich habe jetzt wahrscheinlich noch nicht direkt eine Verwendung dafür, aber irgendwann wird bestimmt mal wieder die Zeit kommen und dann ist es ja nicht schlecht, vielleicht schon ein paar gute Dinge zu haben. Ich denke, eine Shisha wird nicht drin sein, dafür ist das Paket wahrscheinlich zu klein und vor allem für eine 40 Euro Box, dann wäre da nichts anderes drinnen. Messer habe ich, ja hier, dann packen wir das Ding hier, würde ich sagen, einfach mal aus und gucken mal, was wir bekommen. Oh fuck, okay, ich bin einfach voll da reingekommen. Also ich glaube wirklich, ich habe noch nie so schlecht ein Paket geöffnet. Unfassbar. Okay. Ja, Adresse des Ding legen wir mal auf die Seite und wir klappen das mal auf. So. Okay. Keine Ahnung, warum das da drauf liegt. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht, dass man noch nicht direkt alles sieht. Ich sehe tatsächlich schon ein bisschen was. Ich würde sagen, ich lege das ein bisschen weiter auf die Seite und greife jetzt einfach mal so rein, ob ich irgendwo... Ja, jetzt finde ich nichts. Hier haben wir was. Und zwar, ah, okay. Wir haben hier nämlich schon mal Shisha-Kohle, was ja nie verkehrt ist zu haben. Sogar die gute hier, Tom Coco Gold haben wir. Ja, ist auch noch verschlossen, denke ich mal, oder? Wenn ich die hier aufmache, müsste die eigentlich noch zu sein. Ja, okay, genau. Perfekt. Ah, ist noch alles eingepackt, alles fresh. Ist, würde ich sagen, nicht verkehrt zu haben. Ich weiß nicht, wie viel die kostet. Ich würde mal schätzen, so um die, ja, 15 Euro vielleicht. Kommt es hin? 15 Euro? Ich glaube schon. Muss ich auch dazu sagen, ich hatte noch keine solche. Also meine Freunde, die haben immer diese hier. Aber ich persönlich hatte noch nie die, weil bei der Shisha, die ich gekauft habe, wo auch ein Video schon online ist dazu, da war nur eine, ich weiß nicht welche Marke, also von dem Shisha-Shop selber eine dabei. Das war bei dieser MGP-Pfeife. Und deswegen habe ich noch keine andere gehabt. Ist nicht schlecht zu haben. Wir machen weiter mit dem nächsten hier. Wir greifen wieder hier rein und wir haben hier irgendwas, okay. Ein, ja, das wird wahrscheinlich ein Tonkopf sein. Na, was soll da sonst großartig drinnen sein? Wir gucken mal. Genau. Vielleicht wenigstens einer von Amy, aber das wäre wahrscheinlich auch außen irgendwo drauf. Nee, okay. Kein Amy, aber ein Tonkopf. Ja, gut. Ist jetzt auch nie unbedingt verkehrt zu haben. Das ist so der Standard-Tonkopf, den man irgendwie, den wahrscheinlich jeder irgendwie hat, der eine Shisha hat. Ich benutze halt immer meinen Amy und ja, deswegen wird der wahrscheinlich auch mal erstmal noch nicht verwendet werden. Ihr seht, die Verwendung bis jetzt hält sich in Grenzen. Also ich... Ja, hoffe noch auf irgendwas, wo ich sage, okay, das habe ich noch nicht, das brauche ich auch unbedingt. Wir greifen nochmal rein. Da ist ein größeres Paket auf jeden Fall drin. Also ein größeres Päckchen noch. Was ist das hier? Okay, warte, wir machen eine Challenge. Ich muss jetzt mit Fühlen erraten, was das ist. Ist es Folie? Ja, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ja, komm, wir holen es raus jetzt hier. Das sind... Ah, wow, okay, Hygienemundstücke, die Verpackung auf jeden Fall auch absolut nötig. Also für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hygienemundstücke, aber gut, ja, kann man machen. Ich habe keine so weiter zu Hause, braucht man jetzt auch nicht unbedingt, also ja, keine Ahnung. Kann man mitnehmen, ist jetzt auch nicht das Wichtigste auf jeden Fall. Und dann kommen wir, ja gut, jetzt habe ich schon gesehen, tatsächlich doch zu einer Shisha, okay. Aber da muss ich auch schon dazu sagen, ne, ihr seht, was das für ein Ding ist. Ist jetzt nicht unbedingt die, die man wahrscheinlich benutzen wird. Das ist halt so eine kleine Reise-Shisha. Die kenne ich aus dem Türkei-Urlaub. Da gab es die immer zu kaufen. Oder zum Beispiel, ich glaube auch so bei so Lotto-Läden gibt es die eigentlich auch immer. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob wir die aufbauen müssen. Alleine nur der Schlauch. Alleine nur der Schlauch davon ist halt qualitativ
Was ist das? Das ist... Hört ihr das? Das ist gefühlt einer, wo man denkt, den könnte man durchbrechen oder... Also der ist nicht weich, ne, sondern der ist übel hart, der Schlauch. Ja, qualitativ halt nicht sonderlich gut. Ansonsten natürlich, wir können ja einmal ganz kurz rausholen, die Teile. Haben wir hier dann, ne, dieses Stück eben. Und dann muss noch irgendwo die Bowl sein. Ah, hier ist noch ein Tonkopf. Ja, hier haben wir auch noch einen Tonkopf natürlich drin, einen kleinen. Ja, und dann halt hier noch zu guter Letzt irgendwo die Bowl davon. Ja, genau. In Blau, immerhin. Also es ist immerhin eine Farbe, die man... Ja, ich weiß nicht, was man damit machen soll, ehrlich gesagt. Also, wie gesagt, ich bin von solchen kleinen Shishas überhaupt kein Fan. Vor allem halt nicht, wenn man auch eine große hat. Deswegen, ich habe jetzt nicht die ultra krasse Verwendung dafür. Ihr seht, die Verwendung bis jetzt hält sich in Grenzen. Also ich, ja, hoffe noch auf irgendwas, wo ich sage, okay, das habe ich noch nicht, das brauche ich auch unbedingt. Aber immerhin hat es sich gelohnt. Wir rechnen einmal ganz kurz durch. Ich würde sagen, die Shisha kostet wahrscheinlich 15 Euro. Mehr hoffe ich mal nicht, weil das wäre dann schon übertrieben. 15 Euro dafür, sagen wir einfach mal. Die Kohle würde ich auch mal schätzen. Ich denke eher so 12 Euro, aber wir sagen auch mal 15 Euro. Also sind wir schon bei 30 Euro. Ja, Hygienemundstücke, also da glaube ich, sollte man eigentlich gar nichts berechnen. Aber machen wir mal 5 Euro vielleicht. Wobei das für 10 schon auch sehr viel wäre. Also ein Hygienemundstück, 2 Euro wäre schon krass teuer. Ja gut, und der Tonkopf hier nochmal 5 Euro irgendwie dazu. Dann sind wir bei, ja... Mit Versand sind wir bei den 40 Euro. Also die Seite hatte kostenlosen Versand, immerhin so einen Rabattcode gehabt. Deswegen, wahrscheinlich hat sich das dann damit irgendwie wieder ausgeglichen. Ja, Freunde, das war's mit dem Video hier. Ich würde sagen, es war jetzt nicht ultra spektakulär. Also die anderen Teile hier von den Mystery Boxen waren krasser. Aber trotzdem finde ich, es ist ganz in Ordnung, was man bekommen hat. Ob man jetzt die Shisha, die kleine, verwendet oder nicht, müsst ihr wissen. Keine Ahnung, also mein Ding ist jetzt nicht unbedingt. Aber ja, ist jetzt auch nicht komplett der Reinfall, die Box gewesen, würde ich behaupten. Könnt gerne mal, wenn ich irgendwas bei den Preisen falsch gemacht habe, mich in den Kommentaren kommentieren, ja, das macht ihr auch, aber korrigiert mich da gerne. Ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich mega freuen, Freunde, und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, Freunde, ciao. Nun zu mir, Chris TV ist mein zweiter Channel. Unterhaltung und Unboxing oft auf meiner Welle. Drückt auf Abonnieren, aktiviert ganz schnell die Glocke. Bleibt ihr hängen auf den Videos, dann kann ich sie verdoppeln. Never stop it, bin eine Ikone, wie die Cap schon sagt. Wer sich jetzt noch fragt, was ich meine, schaut die Fashion an. German Hype, Fits auf Insta, du weißt, wer ich bin. Ja, trag die Ausschrift, da ich kämpfe immer.